Das A2 am Mittwoch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wenn Sie ein echtes Nordlicht sind, dann wissen Sie das. So einen waschechten, alteingesessenen Kieler Jung, den nennt man auch ganz gerne mal Kieler Sprotte. Und das ist nett gemeint, denn die Kieler Sprotte ist eine ganz wunderbare Delikatesse aus der Kieler Bucht, nur echt über Buchen und Erlenholz geräuchert. Und Annemarie Stoltenberg ist heute zu Gast in einer ganz alten Fischräucherei in Eckernförde, wo heute die Fische noch genauso behandelt werden wie vor 100 Jahren. Jetzt können wir hier den Schrank mal aufmachen. Hier ist Schauräuchern in Eckernförde. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das da drin aussieht. Haben Sie schon Silber in Gold verwandelt, Hartmann Hesse? Ja, also der Anflug ist schon mal da. Also ein bisschen haben wir schon. Im Moment sind wir bei Weißgold, aber das dauert ungefähr noch 20 Minuten, dann haben wir das ungefähr drauf. Dann haben wir schönes Gold, Fische haben wir. Es duftet jedenfalls, es sieht lecker aus. Ich glaube, wir werden auch so ein bisschen mitgeräuchert. Riecht man da eigentlich den ganzen Tag so, Dr. Dirk Löffler? Auf jeden Fall. Also man muss sofort in die Dusche, wenn man nach Hause kommt, und man muss seine Klamotten in die Waschmaschine stecken, sonst schleppt man es mit. Sie sind im normalen Beruf neben Fischräucherer, sind Sie Arzt. Und Sie haben gesagt, hier in Eckernförde gab es früher zwei verschiedene Arten von Wartezimmern. Ja, also ich habe gehört, dass zu der Zeit, als hier viel geräuchert wurde, es extra Wartezimmer gab, weil diese in der Fischräucherei gearbeitet haben, doch sehr gestunken haben. Und das haben die Ärzte damals von den anderen Patienten dann getrennt. Dies, was hier geräuchert ist, das sind keine Kieler Sprotten. Was sind das für Fische, die Sie hier aufgesteckt haben? Damit haben Sie ja schon vorhin angefangen, Hartmann Hesse. Das sind hiesige Heringe, sind das. Heringe. Und wie viel Vorbereitungszeit brauchen Sie so, bis die da reinkommen? Das Aufstecken als solches ist 20 Minuten dauert das ungefähr und dann das Trocknen geht eine Dreiviertelstunde dahin und der Rauch an und für sich eine Stunde, dann sind wir ungefähr mit durch. Und Sie haben vorhin schon immer mal so ein bisschen gefühlt, ne? Ja, da muss ich mich, fasse ich an, ob der Fisch warm ist oder trocken ist, wir konservieren ja den Fisch auch teilweise mit, ne? Und dann muss ich sehen, dass das auch seine Ordnung hat. Wenn der Fisch noch nicht richtig trocken ist, dann funktioniert das nicht, dann kriege ich das nicht hin, das geht nicht. Und deswegen fasse ich immer an, er hat die gewisse Wärme und dann, ja. Ich darf auch mal eben anfassen, ja, gewisse, ne? Doch, er wird ja nicht so richtig heiß, das geht ganz, ganz langsam, ja, dass er gegart wird da drin. Ja, ganz langsam fangen wir an und halten das auch und dann kriegt er nachher durch den Rauch und da ist ja auch Hitze drin, wir haben ungefähr 60 bis 70 Grad im Ofen und dann kriegt er den Rest, dann machen wir das dann damit klar. Schieben Sie ihn doch noch mal rein, denn das dauert ja auch noch eine ganze Weile dann, bis er fertig ist. Ne? Und das qualmt ja tüchtig. Was ist das für Holz, was da unten reingehört? Ist das klassischerweise Holz aus den holsteinischen Knicks? Ja, wir haben einmal Buchenholz, damit wir die Hitze haben. Und dann mit Erlenholz decken wir ab und das ist die Rauchentwicklung. Damit, und das haben wir früher alles selber gemacht, aber heute müssen wir das alles zukaufen und... Ist das auch, aber dieses Räuchern, also ist alt und nah, sehr teuer, nicht? Ja, über den Ofen müssen wir gleich auch noch sprechen. Ja. Dies hier ist ja Schauräuchern, das wird viermal im Jahr gemacht hier in Eckernförde. Richtig professionell Fische räuchern, da gibt es in Eckernförde nur noch einen Betrieb, der das macht, das ist Rehbeen und Kruse. Zart rosa und leicht von der Gräte zu lösen, so muss er sein. Ziehen wir so ein bisschen über die Ohren mit. Aal aus der Räucherei Rehbeen und Kruse in Eckernförde. Hier wird seit 86 Jahren Fisch geräuchert. Seitdem ein Familienbetrieb, gegründet von Ernst Kruses Urgroßvater. Er selbst ist seit 45 Jahren dabei und packt immer noch jeden Morgen mit an. Das ist alles leichter geworden. Heute gibt es einen Gabelstapler. Heute gibt es die modernen Öfen. Früher mussten wir 1000 Meter Holz holen auch vom Wald. Mussten kaputt sägen, kaputt hacken. An der Art und Weise, wie aus den silbernen Breitlingen echte Kieler Sprotten werden, hat sich dagegen seit über 100 Jahren nichts geändert. Bei 70 Grad bekommen sie im Rauch aus Buche und Erle ihre goldgelbe Farbe. Und sie gehen seit jeher weg, wie warme Semmeln. Doch auch andere Fische kommen bei den Kruses aus dem Rauch. Makrelen, Aale, Schillerlocken, Stremellachs. Alles Leckerbissen mit langer Tradition. Bei den Kruses ruht sich allerdings niemand auf Erfolgsrezepten aus. Innovative Fischkreationen sind gefragt. Lachswürfel mit Spezialkräutern oder eine Art Toast Hawaii auf Butterfisch. Kommt übrigens auch alles in den Räucherofen.
Und von da aus direkt von der eigenen Ladentheke. Frisch auf den Tisch. Traditionell müssen die Fische hier im berühmten Altonaer Ofen geräuchert werden. Man kann ihn übrigens von außen anfassen. Der ist gar nicht mal so heiß, nicht, Herr Löffler? 60 bis 70 Grad, daran werden die Fische geräuchert. Der Ofen hat nicht wesentlich mehr. Und man muss ziemlich aufpassen, dass da keine offene Flamme entsteht. Deshalb muss immer einer daneben stehen und gucken. Man muss ständig aufpassen auf das Feuer. Der größte Fehler ist, einfach zu schnacken, wie wir es jetzt tun, und nicht auf das Feuer aufzupassen. Das ist Ihnen schon mal passiert. Ist mir vorhin schon mal gelungen, Sie beide abzulenken. Ne? Und hier ist ein großer Schlot, so einer von denen, die früher in ganz Eckernförde waren. Ja, das ist hier, der vorne ist Rauch. Direkt über uns. Und über uns geht das Schornstein weg. Hier wird der Rauch aufgefangen, damit er nicht dahin geht, und dann zieht er ab. Aber das, was wir heute drin haben, Sie haben gesagt, das ist Hering. Wir haben ja vorhin auch zugeguckt, als Sie ihn aufgespießt haben. Die Kieler Sprotten gibt es ja eigentlich nur im Winter. Gibt es die noch oder kriegt man die kaum noch? Die gibt es noch. Aktuell ist eingefrorene Ware. Im August werden wir Schauräucher mit Sprotten machen. Aber wir haben nur für einmal Räuchern Sprotten also können wir bekommen. Sonst müssen wir einfach die Bücklinge nehmen. Also die Heringe, die dann Bücklinge werden. Was ist denn eigentlich in Wirklichkeit leckerer? Ich meine, berühmt sind ja die Kieler Sprotten, aber was schmeckt richtig gut? Das ist Geschmackssache. Also ich selbst esse schon lieber Kieler Sprotten, das ist schon korrekt, aber dann am besten frisch aus dem Rauch. Und das kriegt man selten. Und dann nimmt man die Kieler Sprotten, nimmt man doch auch so dann in einem Rutsch, ne? Also, wenn man krüsch ist, wie man hier oben so sagt, dann macht man den Kopf ab und vielleicht auch den Schwanz, aber nimmt man die so, das ist richtig. Hat man Hesse, ich bisschen Salz und Senf dazu? Ja, viele nehmen das, machen das mit Senf, der eine mit Salz, tupft da rein und dann... Viele essen die Grete mit, ich mache das wieder anders. Jeder hat seine Turn damit. Ich habe die Grete und die Haut nämlich weg und das hat man sich dann so rausgefummelt und das geht auch. Und auf die gleiche Weise können wir auch den Hering essen. Können wir den vielleicht einmal noch angucken, bevor wir... essen heute Abend essen wir nochmal einen schönen Hering. Können wir noch einmal reingucken, bevor wir... Ich würde gerne nochmal mich vom Zustand der Heringe überzeugen. Vielleicht sind die ja schon fertig und wir haben das einfach verschwatzt, dass sie schon fertig sind. Nee. Nochmal fühlen? Pass mal auf, wir machen was anderes. Guck mal hier, da. Guck mal, da ist das schon mal. Das ist ein. Ach, das ist der Probefisch. Das ist ein Rogner. Da anfassen. Da. Ach, da Der ist hart. Ja. Das ist ein Rogner, ne? Ja, der hat noch. 3 Minuten muss er noch haben. 3 Minuten, 4 Stunden muss er noch haben. Ja, die geben wir ihm noch und dann melden wir uns wieder hier aus Eckernförde um 5:20. Viel kleinere Tiere. Die Kieler Sprotte ist eine ganz wunderbare Delikatesse aus der Kieler Bucht. Nur echt, wenn sie über Buchen- und Erlenholz geräuchert ist, denn das gibt den typischen Geschmack. Annemarie Stoltenberg ist in einer ganz alten Fischräucherei in Eckernförde, wo die Sprotten und die Heringe heute noch genauso wie vor 100 Jahren behandelt werden. So ist es, Hartmann Hesse. Und bevor die Heringe hier geräuchert werden können in dem schönen, ehrwürdigen Altonaer Ofen, müssen sie gegart werden. Was bedeutet das Garen? Also wir machen sie halbwegs gar, dass man sie schon essen kann. So weit sind wir schon. Jetzt, aber nicht ganz. Und jetzt geben wir jetzt noch den Rauch, dass wir die Farbe bekommen. Erstmal ziehen wir die Feuchtigkeit raus beim Garen. Und dann wird das nachher dann mit Späne abgedeckt und dann bekommt ihr die Farbe. Also es hat 2 Phasen. Die erste Phase wird mit Buchenholz gemacht und dann wird der Fisch so ein bisschen getrocknet und später kommen diese nicht ganz trockenen Erlenspäne drüber und das ist dann die Räucherei. Und wir sind noch in der Garphase. Wir sind jetzt in der Garphase, wir schließen jetzt ab und fangen dann mit dem Räuchern an und dann werden wir Motor sehen, dass wir das hinkriegen. Ne? Ja. Dieser Ofen ist ja wunderbar, nicht? Der sieht aus, als ob er schon etliches erlebt hat. Wie alt ist der Ofen? Die beiden Öfen sind fast 100 Jahre alt. Und früher gab es in Eckernförde hunderte von solchen Öfen? Ja, 100 nicht. Also 100 Öfen, ja. Das gab es halt. Allerdings, die gab es ja. Ja, und dann kommt natürlich auch dazu, alle Vierteljahr kommt der Schornsteinfeger noch dazu. Der will ja auch sein Recht und muss sie sauber machen, reinigen und pickern und sauber machen. Ja, das ist schon alles mit Schweck, kostet alles viel Geld. Und das Holz und das Späne ist ja auch nicht mehr. Wir haben früher alles selber hergestellt. Jetzt kaufen wir das alles zu. Ja, alles, was mit Arbeitskraft zu tun hat, das kostet heutzutage viel Geld. Aber so ein Ofen und das Holz sind natürlich nötig, um diese legendären Kieler Sprotten herzustellen. Früher fischte man sie hier und in vielen anderen Ostseeorten im großen Stil. Heute ist sie nur noch Beifang, zum Beispiel auf dem Kutter von Lorenz Marquardt. Sind hier Sprotten mit drin? Nee, das sieht eher nach Dorsch aus. Sprott ist das, was ich hier in der Hand hole. Das ist ein echter Sprott.
Und das Merkmal, die genau kennen Neid, ist einmal die Form und die Farbe und die Kielschuppen. Das Augenleihe erkennen kann, wenn man mit dem Finger hier so überstriegeln deit. Das ist wie so ein Lütte Soch. Und dann ist das mal keine Merkmal für den Sprott. Fein Delikatesse, wenn der Röckert ist. Echte Kieler Sprotten stellt heute zum Beispiel noch die Firma Rebin und Kruse her, ein altes Familienunternehmen aus Eckernförde. Der Fisch kommt nicht mehr aus heimischen Gefilden, sondern von weiter weg aus der Ostsee. Eckernförde und auch Ellerbeek bei Kiel waren früher einmal Hochburgen der Sprottenräucherei. Und auch heute noch gilt jede Menge Handarbeit, bis die schlüpfrigen Sprotten aufgespittet sind. Eine Arbeit, die im 19. Jahrhundert fast ausschließlich von Frauen gemacht wurde. Bis zu 15 Stunden am Stück standen sie in der kalten Fischküche. Knochenarbeit. Auch für die Männer. Vom 1. September bis 15. April fuhren sie hinaus auf die Ostsee in ihren Wartbooten. Aus den 38 Räuchereien qualmte es, was die Schlote hergaben. Die fertigen Sprotten wurden dann nach Kiel kutschiert, zum Bahnhof. Von hier aus ging's ab in alle Welt, und zwar als Kieler Sprotten, egal wo sie herkamen. Tut einem das nicht ein bisschen weh als Eckernförder? Nee, wie war es hier Ligas los? Denn in Eckernförde hab's da Rot und Silber Gold ermuggen. Und da werden die geräucherten Sprotten. Und die Sprotten werden das Silber und das Meer. Das Silber aus dem Meer wandert jetzt erstmal in den modernen Ofen. Dort streng überwacht von Räuchermeister Bernd Kruse höchstpersönlich. Wir räuchern mit Buchen- und Erlenspänen und es kommt im Grunde genommen auch auf das richtige Fingerspitzengefühl beim Räuchern an. Denn Sprotte ist ja nicht gleich Sprotte. Sie hat jeden Tag eine andere Qualität, einen anderen Fettgehalt, eine andere Größe. Und darauf müssen wir uns halt einstellen. Nach etwa 2 Stunden dann ist aus Silber tatsächlich Gold geworden. Auch heute noch gehen die geräucherten Sprotten ab in alle Welt. Zum Teil verpackt in den guten alten Holzkisten von damals. Natürlich mit dem Stempel echte Kieler Sprotten, auch wenn sie aus Eckernförde kommen. Jetzt können wir hier den Schrank mal aufmachen. Hier ist Schauräuchern in Eckernförde. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das da drin aussieht. Haben Sie schon Silber in Gold verwandelt, Hartmann Hesse? Ja, das ist also der Anflug ist schon mal da. Also ein bisschen haben wir schon. Im Moment sind wir bei Weißgold, aber das ist... dauert ungefähr noch 20 Minuten, dann haben wir das ungefähr drauf. Dann haben wir schönes Gold, Fische haben wir. Es duftet jedenfalls, es sieht lecker aus. Ich glaube, wir werden auch so ein bisschen mitgeräuchert. Riecht man denn eigentlich den ganzen Tag so, Dr. Dirk Löffler? Auf jeden Fall. Also man muss sofort in die Dusche, wenn man nach Hause kommt, und man muss seine Klamotten in die Waschmaschine stecken, sonst schleppt man es mit. Sie sind im normalen Beruf, neben Fischräucherer, sind Sie Arzt. Und Sie haben gesagt, hier in Eckernförde gab es früher 2 verschiedene Arten von Wartezimmern. Ja, also ich habe gehört, dass zu der Zeit, als hier viel geräuchert wurde, es extra Wartezimmer gab, weil diese, die in der Fischräucherei gearbeitet haben, doch sehr gestunken haben. Und das haben die Ärzte damals von den anderen Patienten dann getrennt. Dies, was hier geräuchert ist, das sind keine Kieler Sprotten. Was sind das für Fische, die Sie hier aufgesteckt haben? Damit haben Sie ja schon vorhin angefangen, Hartmann Hesse. Das sind hiesige Heringe, sind das. Heringe. Und wie viel Vorbereitungszeit brauchen Sie so, bis die da reinkommen? Das Aufstecken als solches ist 20 Minuten dauert das ungefähr. Und dann das Trocknen geht eine Dreiviertelstunde hin. Und der Rauch an und für sich eine Stunde, dann sind wir ungefähr mit durch. Und Sie haben vorhin schon immer mal so ein bisschen gefühlt, ne? Ja, da muss ich mich, fasse ich an, ob der Fisch warm ist oder trocken ist. Wir konservieren ja den Fisch auch teilweise mit, ne? Und da muss ich sehen, dass das auch seine Ordnung hat. Wenn der jetzt Fisch noch nicht richtig trocken ist, dann funktioniert das nicht. Dann kriege ich das nicht hin, das geht nicht. Und deswegen fasse ich immer an, er hat die gewisse Wärme und dann, ja. Ich darf auch mal eben anfassen, ja, ne? Er wird ja nicht so richtig heiß. Das geht ganz, ganz langsam, ja, dass er gegart wird da drin. Ja, ganz langsam fangen wir an und halten das auch. Und dann kriegt er nachher durch den Rauch, und da ist ja auch Hitze drin. Wir haben ungefähr 60 bis 70 Grad im Ofen. Und dann kriegt er den Rest, dann machen wir das dann damit klar. Schieben Sie ihn doch noch mal rein, denn ja, das dauert ja auch noch eine ganze Weile dann, bis er fertig ist, ne? Und das qualmt ja tüchtig. Was ist das für Holz, was da unten reingehört? Ist das klassischerweise Holz aus den holsteinischen Knicks? Ja, wir haben einmal Buchenholz, damit wir die Hitze haben. Und dann mit Erlenholz decken wir ab, und das ist die Rauchentwicklung. Und das haben wir früher alles selber gemacht, aber heute müssen wir das alles zukaufen, und ist das auch, aber ist dieses Räuchern, also ist alt und nah sehr teuer, nicht? Ja,
Über den Ofen müssen wir gleich auch noch sprechen. Ja. Dies hier ist ja Schauräuchern. Das wird viermal im Jahr gemacht hier in Eckernförde. Richtig professionell Fische räuchern. Da gibt es in Eckernförde nur noch einen Betrieb, der das macht. Das ist Rehbeen und Kruse. Zart rosa und leicht von der Gräte zu lösen. So muss er sein. Ziehen wir jetzt ein bisschen über die Ohren mit. Aal aus der Räucherei Rehbeen und Kruse in Eckernförde. Hier wird seit 86 Jahren Fisch geräuchert. Seitdem ein Familienbetrieb, gegründet von Ernst Kruses Urgroßvater. Er selbst ist seit 45 Jahren dabei und packt immer noch jeden Morgen mit an. Das ist alles leichter geworden. Heute gibt es einen Gabelstapler. Heute gibt es die modernen Öfen. Früher mussten wir 1000 Meter Holz holen, auch vom Wald. Mussten kaputt sägen, kaputt hacken. An der Art und Weise, wie aus den silbernen Breitlingen echte Kieler Sprotten werden, hat sich dagegen seit über 100 Jahren nichts geändert. Bei 70 Grad bekommen sie im Rauch aus Buche und Erle ihre goldgelbe Farbe. Und sie gehen seit jeher weg, wie warme Semmeln. Doch auch andere Fische kommen bei den Kruses aus dem Rauch. Makrelen, Aale, Schillerlocken, Stremellachs. Alles Leckerbissen mit langer Tradition. Bei den Kruses ruht sich allerdings niemand auf Erfolgsrezepten aus. Innovative Fischkreationen sind gefragt. Lachswürfel mit Spezialkräutern oder eine Art Toast Hawaii auf Butterfisch. Kommt übrigens auch alles in den Räucherofen. Und von da aus direkt von der eigenen Ladentheke frisch auf den Tisch. Traditionell müssen die Fische hier im berühmten Altonaer Ofen geräuchert werden. Man kann den übrigens von außen anfassen. Der ist gar nicht mal so heiß, nicht, Herr Löffler? 60 bis 70 Grad, daran werden die Fische geräuchert. Der Ofen hat nicht wesentlich mehr. Und man muss ziemlich aufpassen, dass da keine offene Flamme entsteht. Deshalb muss immer einer daneben stehen und gucken. Man muss ständig aufpassen auf das Feuer. Der größte Fehler ist, einfach zu schnacken, wie wir es jetzt tun, und nicht auf das Feuer aufzupassen. Das ist Ihnen schon mal passiert. Ist mir vorhin schon mal gelungen, Sie beide abzulenken, ne? Und hier ist ein großer Schlot, so einer von denen, die früher in ganz Eckernförde waren. Ja, das ist hier, der vorne ist der Rauch. Direkt über uns. Und über uns geht er schon dann weg. Hier wird der Rauch aufgefangen, damit er nicht dahin geht, und dann zieht er ab. Aber das, was wir heute drin haben, Sie haben gesagt, das ist Hering. Wir haben ja vorhin auch zugeguckt, als Sie ihn aufgespießt haben. Die Kieler Sprotten gibt es ja eigentlich nur im Winter. Gibt es die noch oder kriegt man die kaum noch? Die gibt es noch. Aktuell ist eingefrorene Ware. Im August werden wir Schauräucher mit Sprotten machen. Aber wir haben nur für einmal Räuchern Sprotten vorher, also können wir bekommen. Sonst müssen wir einfach die Bücklinge nehmen. Also die Heringe, die dann Bücklinge werden. Was ist denn eigentlich in Wirklichkeit leckerer? Ich meine, berühmt sind ja die Kieler Sprotten, aber was schmeckt richtig gut? Das ist Geschmackssache. Also ich selbst esse schon lieber Kieler Sprotten, das ist schon korrekt, aber dann am besten frisch aus dem Rauch. Und das kriegt man selten. Und dann nimmt man die Kieler Sprotten, nimmt man doch auch so dann in einem Rutsch, ne? Also, wenn man krüsch ist, wie man hier oben so sagt, dann macht man den Kopf ab und vielleicht auch den Schwanz, aber nimmt man sie so, das ist richtig. Hat man Hesse, ich bisschen Salz und Senf dazu? Ja, viele nehmen das, machen das mit Senf, der eine mit Salz, tupft da rein und dann... Viele essen die Grete mit, ich mache das wieder anders, jeder hat seine Turn damit. Ich habe die Grete und die Haut nehme ich weg, und das hat man sich dann so rausgefummelt, und das geht auch. Und auf die gleiche Weise können wir auch den Hering essen. Können wir den vielleicht einmal noch angucken, bevor wir... essen heute Abend essen wir nochmal einen schönen Hering. Können wir noch einmal reingucken, bevor wir... Ich würde gerne nochmal mich vom Zustand der Heringe überzeugen. Vielleicht sind die ja schon fertig und wir haben das einfach verschwatzt, dass sie schon fertig sind. Nee. Nochmal fühlen? Pass mal auf, wir machen noch was anderes. Guck mal hier, da. Guck mal, da ist das schon mal. Das ist ein... Ach, das ist der Probefisch. Nein, das ist ein Rogner. Da anfassen, da. Ach, da, ja. Das ist hart. Ja. Das ist ein Rogner, ne? Ja, der hat noch 3 Minuten, muss er noch haben. 3 Minuten, Viertelstunde muss er noch haben. So langsam läuft mir hier das Wasser im Mund zusammen. Ich bin schon ganz neugierig darauf, wie er schmecken wird, wenn er fertig geräuchert ist. Wir verfolgen das hier weiter. Und wir haben es gehört, Hartmann Hesse und Dr. Dirk Löffler sind Räucherer aus Leidenschaft. Das machen sie als Hobby. Und unsere Erfahrung bei Das unterwegs ist, überall, wo es um Fische geht, geht es nicht nur darum, Berufe auszuüben, sondern das hat immer mit ganz viel Leidenschaft zu tun. Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Reiche Beute. Na ja, zu meiner, 84, ja. Jetzt fehlt dir 85, 86, 87. Hornfischsaison in Greifswald.
6 Wochen im Jahr ziehen die Fischer den Hornhecht aus dem Bodden. Gegen 5 Uhr morgens legt Kapitän Klaus Wegener mit seinem Kutter ab. An Bord Heidi Baumann, die einzige Frau der gesamten Flotte. Ich kenne das schon von meinem Großvater her, der war Fischer. Also bin ich im und auf dem Wasser groß geworden. Weil das so eine dufte Truppe ist und wir wie eine Familie sind, überwindet man das. Ist das gar nicht so schlimm. Ist zwar hart und lang, aber ist schon okay. Jedes Jahr Jagd auf die pfeilschnellen Hornfische. Die unberechenbare Hechtart geht manchmal schwarmweise ins Netz oder eben gar nicht. Der Kapitän kennt das. Jeder Tag ist anders, ist kein Tag gleich. Einmal hat man Wind, einmal hat man schön Wetter, einmal hat man viel Fisch, einmal hat man gar nichts. Man muss eben so, jeder Tag ist eine Überraschung. 4 Netze holen die Männer aus dem kalten Wasser. Fritz war früher mal Gas- und Wasserinstallateur. Dann wurde er arbeitslos und heuerte hier an. Heute kann er sich keinen anderen Job mehr vorstellen. Spaß oder Freude? Hier wird man nicht arbeitslos. 41. Hier, hast du einen Baubi? Ein Hecht, zufälliger Beifang. Seit einer Woche ist ihre Schonzeit vorbei, Schlachten erlaubt. Die Fischer freuen sich. Während die Männer die restlichen Netze einholen, pult Heidi Hornfische aus den verworrenen Maschen. Dabei bricht sie vorsichtig die messerscharfe Spitze ab. Früher hieß es bei uns zu DDR-Zeiten, das ist der Arbeiteraal. Weil man den anderen nicht gekriegt hat. Den richtigen Aal, da wurde grün gefangen, braun geräuchert und schwarz verkauft. Und deswegen gab es für uns dann nur den Arbeiteraal. Vor dem nächsten Auslegen die total verknoteten Netze entwirren. Na, getrennt. Weil unten ist ja Blei, ist Gewicht. Und oben sind die Schwimmer, damit es hoch steht. Da muss das schon auseinander sein. Sonst, wenn das zusammen ist, dann steht es ja nicht auseinander. Die Fischer haben eine Genossenschaft gegründet. Insgesamt 14 Kutter fischen täglich auf dem Bodden. Wir haben uns zusammengetan. Es ist nicht möglich, dann sonst Einzelkämpfer zu spielen. Dadurch, man kann leben. Also, Reichtümer wären wir nicht, aber wir können leben. Und was wollen wir weiter? Gegen 10 Uhr sind Kutter und Mannschaft wieder im Hafen. Die Hornfische landen sofort im Laden. Entweder frisch bis Mitte Juni oder geräuchert. Das unterwegs in der Fischräucherei Büll in Eckernförde. Hier wird schaugeräuchert, Hering. Und da muss jetzt der Rahmen einmal gedreht werden. So, ich glaube, ich kann jetzt hier im Moment niemanden ansprechen. Das ist richtig schwere Arbeit jetzt hier, ne? So, ordentlich Rauch. So, einmal gedreht. Und dann wieder rein. Warum haben Sie das gemacht, Herr Hesse? Damit wir gleichmäßig den Fisch vorne, so wie hätten, also gleichmäßig die Farbe raufbekommen. Weil hinten immer mehr, hinten geht immer mehr. Der Rauch geht nach hinten und deswegen drehen wir das, dass wir... Drehen Sie sich auch noch mal so ein bisschen. Kommen Sie noch mal zu mir, damit ich besser gucken kann. Ach so. Und jetzt muss wieder Erlenspäne oben drüber, damit es ordentlich raucht. Ja, jetzt kommt er wieder... Erlenholz rauf, also Erlenspäne, damit das wieder zur Rauchentwicklung kommt. Das ist ja auch wieder so eine Wissenschaft für sich. Die muss so ein bisschen feucht sein, damit es ordentlich raucht. Genau. Ich habe Ihnen ja nun hier den ganzen Nachmittag zugeguckt. Das ist richtig schwere Arbeit. Ne? Sie haben das ja jahrelang hier gemacht, bevor der Betrieb geschlossen hat. Ja. Ein harter Beruf. Ja, das hält immer lang. Also, wenn ich die Tiet achte, mir haben nur 12 Stunden am Tag, dann wüsste ich, was ich tun habe. Nach 12 Stunden Arbeit. Und das ist ja so, der Fisch bestimmt ja der Ablauf. Wenn ich irgendwie ein Stück holte, kann ich sagen, Feierabend. Aber der Fisch liegt da und dann muss er behaart werden, dann muss er weg. Und dann ist das auch so, dass man so ein bisschen Außenseiter ist, weil man ja wirklich wie Räucherfisch riecht, wenn man irgendwo auch hingeht. Ne? Dann ist man da total isoliert. Ja, das ist schon richtig. Ja, dann ist man wirklich. Ne? Aber das sind noch Fehler, wie ich sage, Mensch, aber bin fein. Ne? Ja, aber andere sagt dann, oh Gott, nochmal, das musst du nicht sehen. Ne? Ja, ich muss mal aufpassen, ob mein Mann mich zu Hause wie noch ins Schlafzimmer lässt heute Abend. Oha, ja, genau, da kommt der Beruf. Ja. Und dann ist das ja nicht warm hier. Also ich stelle mir auch vor, dass es nicht nur körperlich hart ist, sondern dass es auch ein kalter Beruf ist. Ne?
viele, viele Stunden. Also das kommt dann noch dazu, gerade im Winter, weil wir ja nur mit Feuchtigkeit zu tun haben. Das ist ja alles nass, alles nur mit Wasser. Der Fisch wird gereinigt und alles drum und dran. Und wir haben keine Absaugvorrichtung, haben wir hier nicht. Also müssen wir Türen auffangen, dass es richtig so und so kommt und den Rauch dann durch den offenen Türen abzieht dann. Ja, ich finde das toll, dass man hier in Eckernförde auch für die Kinder das zeigt, wie früher gelebt und gearbeitet wurde. Und ich nehme an, dass in Eckernförde die ganze Luft voller Rauch war, dass es auch Asthma und solche Krankheiten gegeben hat hier. Ja, da haben wir wirklich von, also die Leute haben damit zu tun. Also an gewissen Tagen war mit Wäsche, waschen und raushängen, das konnte man knicken, das war nichts. Ging nicht einfach, weil einfach zu viel Rauch war. Wir müssen bedenken, wir hatten hier die Räucherei Elsner und Marmel auch, da waren an die 60 Leute beschäftigt, nicht? Und die hatten das Doppelte an Öfen, hatten die. Und da ging die Post ab, nicht? Also die haben geräuchert. Dann ging Hartmann Hesse. Sie müssen wahrscheinlich sich jetzt wieder um Ihren Altonaer Ofen kümmern. Hier in Eckernförde sind ja viele darum bekümmert, aufrechtzuerhalten, solche Traditionen zu zeigen, wie es früher war, in Kappeln auch. In Kappeln werden noch nach ganz traditioneller, ausgetüftelter Methode Heringe gefischt. Jedes Jahr im Frühjahr finden die Heringsschwärme ihren Weg zum Laichen in die Schlei, seit Jahrhunderten. Und jedes Jahr seit Jahrhunderten warten die Fischer und Angler geduldig auf die Fische. In Kappeln seit Jahrhunderten mit hochspezialisierter Fangtechnik, Europas einzigem Heringszaun. Und seit 30 Jahren ist Gerd Zander hier, Heringsfischer. Und dieses hier, das sind die Fangarme. Einmal landseitig und einmal wasserseitig. Diese ganze Vergünstigung, wo wir jetzt dahin fahren, das ist so eine kleine, wie eine kleine Mausefalle. Hier haben wir dann diese 1 Meter bis 2 Meter Breite und hier gleich, hier direkt am Ende des Zaunes, da ist dieser bewusste Sack, sehen Sie da hier, nicht? Und da ist dann der, da fängt sich der Hering. Nur heute ist irgendwie der Wurm drin, denn eben jener, also der Wurm, scheint dem Fisch, also dem Hering, nicht zu schmecken. Montag, Dienstag ging es viel besser. Aber gestern war ich auch hier, da habe ich auch in 4 oder 5 Stunden fast keinen Fisch gefangen. Montag hatten wir, was sagen wir nicht, 31 Stück und heute eben noch gar nichts. Aber wir kämpfen weiter. Es ist nicht zu fassen. Man fragt die Einheimischen hier, warum ist das so? Der eine sagt, es ist so warm, der andere sagt, es ist so kalt. Der dritte sagt, die Schlei fließt zu schnell. Also nur Geduld. Der Hering ist nämlich schon da, nur ein bisschen wetterfühlig ist der Schwarmfisch auf dem Weg zur Eiablage. Und heute Nacht kriegten wir diesen bewussten Nordwind und dann war das aber ruckartig vorbei. Also fern die Winde umlaufen auf die südliche Richtung, Süd-Südwest, sofort haben sie den Fisch da. Na also. Er hat sich sozusagen nur kurz zurückgezogen und Kappeln ohne Hering gibt es doch gar nicht, dass es das nicht gibt. Da wo Aal draufsteht zum Beispiel, ist auch Hering drin. In der Räucherei Föhl kommt alles in den Rauch, was schwimmt und jetzt in der Saison eben Schleihering. Das hat Tradition, bereits in der 4. Generation Erfahrung, die schmeckt. Erstmal die Farbe, goldener Glanz und der Geruch muss stimmen und muss ein leichter Fettrand sein, das darf also nicht trocken sein. Und also man sieht schon, ob ein Fisch richtig lecker ist oder nicht, das kann man schon sehen. Und selbst wenn die Netze mal leer bleiben, der Hering bleibt in Kappeln die Nummer 1. Ich esse gerne Hering, ja, ganz wirklich gerne Hering. Ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also dann lasse ich die Wurst erstmal stehen. Erstmal kommt der Hering, der wird bevorzugt. Immer wieder. Und er taucht auch ganz sicher wieder auf, der Hering. Wie jedes Jahr, seit Jahrhunderten. Und hier in Eckernförde wird er jetzt ganz traditionell in Holzkisten verpackt. Ja. Hartmann Hesse, wie macht man das? Also, darf ich mal... Ja. Einfach mal los. Ich glaube, er muss jetzt abgespießt werden, ne? Ja, das mache ich aber so. Dann gehe ich damit rein. Und dann ziehe ich den Spieß ab. Da habe ich Ihnen ja vorhin zugeguckt. Sie sind da ziemlich pingelig. Er muss von links nach rechts gelegt werden und die Bäuche müssen auch alle nach links gucken. Ja, muss nach oben, genau, vollkommen richtig, ja. Ist das, weil man das immer so gemacht hat, oder? Nee, das soll so sein, und weil man es gemacht hat, ne? Ja. Und denn hier dieses Papier bewundere ich sehr. Ja. Was ist das für ein Papier? Offenbar
geht da kein, kein Fett durch, fühlt sich toll an und es ist kein Plastik, ne? Nein, das ist Pergamino, da geht kein Fett durch und das ist schon, ja, es ist ein sehr tolles Papier. Und gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr heutzutage, ne? So wird das nicht mehr gemacht. Ich habe mal so eine Kiste mit Kieler Sprotten hier in Eckernförde geschenkt gekriegt. Ich war mir nur so unheimlich unsicher, wie lange das hält. Wie lange ist so geräucherter Fisch haltbar? Also ich kann hier, auf diesen Fisch kann ich eine Garantie geben von 4-5 Tagen kann ich im Kühlschrank. Also da passt 8 Grad oder 8 bis 10 Grad. Ja, da passiert absolut gar nichts. Also die Garantie gebe ich. Nicht? Also das... Das hat ja auch diese Öfen, die bringen das halt immer, die Haltbarkeit, das ist von vornherein schon etwas mehr, nicht? Ansonsten hält Fisch sich ja überhaupt nicht, es ist ein empfindliches Nahrungsmittel. Also man hat ihn damit haltbarer gemacht. Wir haben den Fisch ja konserviert, also durch den Rauch, nicht? Und das ist eine Konservierung und jetzt haben wir den Fisch praktisch haltbar gemacht, genau. Was kostet so eine Kiste Fisch? Es sieht ja dieses leckere Gold, sieht schon so kostbar aus, was... Ja. Geht schon an die 20 Euro, geht das schon ran, ich hatte ungefähr, doch. Wir haben diese Kisten, diese Kisten waren speziell auf Bücklinge ab und da hatten wir mal 4 Kilo drin, also 8 Pfund. Das war dann so ein Einheitsgewicht, wenn die Händler kamen und dann haben die dann immer 4 Kilo gekriegt und dann... Ja. Und früher kamen denn hier in Eckernförde die Fischkutter an, dann wurden sie entweder geräuchert oder da drüben sieht man auch so ein grünes Fass, da wurden die auch haltbar gemacht da drin, wenn denn die Fischkutter kamen. Da haben wir haben die Fischkutter, von den Fischkutter haben wir die Heringe 4 gekauft und die wurden dann in der Maschine durch eine Schneidemaschine, Kopf ab, der Bauch wurde aufgeschnitten und dann mit einer Schmiergescheibe wurde der Küt rausgenommen und danach wurde der Fisch dann gewaschen. Dann erzähle ich nichts. Ich glaube, Sie flunkern mich ein bisschen an, ne? Das ist jetzt Fischerlatein. Nein, also da flunkern hätte ich ja nun lernen. Und heute gibt es das kaum noch, dass man es so macht. Aber schon sehr früh hat man übrigens auch Apparate gehabt, gegen die Fischschwärme kaum noch eine Chance hatten. Er hat ihn noch immer und weiß genau, wo er steht, auch wenn er nicht mehr funktioniert. Sein Echograph aus Kiel. Bis heute ist Ernst Davids stolz auf das Gerät, das er sich als junger Fischer für viel Geld gekauft hat, weil er endlich nicht mehr mit Handlot und bloßem Auge nach Fischschwärmen suchen musste, sondern auf dem Papier bis zum Meeresgrund gucken konnte. Für mich wäre das auch eine Erleichterung. Und wir wollen ja auch die Modernität mitnehmen. Ich meine, wir können ja mehr dort fangen. Der erste Echograph von 1948 zeigt, wie genial einfach die Idee von Siegfried Fahrentholz war. Ein Echolot, das seine Signale auf Papier aufzeichnete. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam aus Amerika ein Registrierpapier, das sich durch elektrische Impulse schwärzen lässt. Und der Echograph besteht im Prinzip darin, dass die Signale, die vorher nur angezeigt wurden, zum Beispiel Lichtblitz bei einer Rotlichtanzeige, dass die dann durch einen Hochspannungsimpuls das Papier geschwärzt haben. Vorher haben wir gar nichts. Da müssen wir immer nachmachen, wo Fisch wären und was. Und dann kriegen wir das durchgerät. Da wäre doch noch eine Erleichterung erwarten, ne? Heute haben es die Fischer noch leichter. Die Echolotsignale werden direkt auf dem Computermonitor sichtbar, in Farbe und ohne dass ständig teures Registrierpapier nachgelegt werden muss. Das physikalische Prinzip ist das gleiche geblieben und die Kieler Firma Dr. Siegfried Fahrentholz ist längst eine unter vielen, die solche Fischfinder baut. Jahrzehntelang wurde der Echograph vor allem für die Schleppnetzfischerei genutzt. Heute brauchen ihn die Fischer auch beim Auslegen der Stellnetze. Wenn hier das doppelte Echo rötlicher wird, dann merkt man, dass der Grund härter wird. Und wenn das dritte Echo durchschlägt, sind das dann Steine. Und warum ist das wichtig? Ja, weil sich meistens der Dorsch da aufhält auf den Stein. Fast 2 Kilometer Stellnetz mit dem Fischfinder über idealem Meeresgrund platziert. Aber mehr als 1 Dutzend Dorsche sind diesmal nicht drin. Jahrzehntelange Schleppnetzfischerei mit Echographen, jeder Fischschwarm konnte eingefangen werden, das hat deutliche Spuren in der Ostsee hinterlassen. Technik ist ja nicht alles, ne? Du kannst noch so eine moderne Geräte haben, wenn da keine Fische sind, dann zeigt er auch nichts an, ne? Dann müssen ja auch Fische sein. Ja, Fische sind weniger geworden, Fischer sind weniger geworden, aber hier in Eckernförde macht man das noch. Man hat ein paar Räuchereien erhalten, um das zu zeigen. So wie diese hier. Katrin Marz, es gibt auch einen Verein, der sich um solche Dinge hier in Eckernförde kümmert. Wie heißt der Verein?
Ja, der heißt Verein zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt. So Eckernförder sind wir unter Altstadtverein bekannt. Kann man sich auch besser merken, Altstadtverein. Genau. Und diese Mütze, das ist sozusagen auch so ein historisches Requisit, ne? Ja, das ist eine echte Eckernförder Mütze. Und die haben früher alle Fischer hier getragen und die wird extra für Eckernförder, hier für diesen Eckernförder Hutladen hergestellt. Aber da jetzt ist, es gibt nur noch wenig Fischer, die überhaupt diese Mütze tragen. Heute trägt man ja eher Baseballcap und sowas ist schon so altmodisch. Ja, aber das ist typisch Eckernförde. Aber so die Fischerei ist eigentlich nur noch so eine Art pittoreske Kulisse, nicht für die Touristen? Ja, aber es gibt noch hauptberufliche Fischer. Wir haben noch zwei größere Kutter und bestimmt drei kleinere Kutter, die noch hauptberuflich fischen. Und dann gibt es ja Feste auch hier in Eckernförde, wo der Fisch verkauft wird. Und da werden diese Innenhöfe geöffnet, so wie der, in dem wir hier stehen. Da dürfen auch Besucher und Eckernförder die Stadt ganz neu entdecken mit den Hinterhöfen. Ja, wir haben zwei Altstadtfeste gemacht. Und das war hauptsächlich dazu da, um den Eckernfördern auch selbst mal zu zeigen, wie schön ihre Altstadt ist und dass sie sich bitte auch darum kümmern sollen, dass die erhalten bleibt und auch noch besser gepflegt wird und aufgewertet wird. Und dafür setzen wir uns auch ein als Verein. Und ich nehme an, es wird gar nicht mal verniedlicht, dass das früher wirklich hart war und dass die Leute unter gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten mussten oft, sondern man erinnert einfach daran, wie war das? Oder was ist so der Zweck dieses Vereins? Also es geht ja nicht nur um die Räucherei, es geht einfach um die Geschichte und Tradition von Eckernförde. Und Eckernförde ist auch mit der Fischerei und der Fischindustrie groß und reich geworden. Das muss man einfach mal so sagen. Und es haben fast alle Leute, die hier im Umfeld gelebt haben, die haben alle in Räuchereien oder in der Fischerei gearbeitet. Also es ist heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Sogar die Kinder, also es gab ja auch diese Nageljungs, ich weiß nicht, ob Hartmann davon schon erzählt hat, die haben die Fischkisten, die Sprottenkisten zugenagelt. Und die Frauen mussten auch unglaublich viel arbeiten hier, ne? Ja, die Frauen haben die Fische sauber gemacht und aufgesteckt. Und dann gab es eben die Männer, das waren die Räuchermeister und die Kinder, die haben eben die Kisten zugenagelt, teilweise auch die Sprotten eingepackt oder die Fische eingepackt. Und ganze Familien waren damit beschäftigt. Ich meine, dass diese Arbeitsbedingungen nicht besonders toll waren, das kann man sich ja vorstellen. Ich danke Ihnen, Katharina Maat. Wir wollen gleich auch noch diese Delikatesse, um die es hier geht, probieren. Vorher gucken wir uns noch eine andere Methode an, Fisch haltbar zu machen, nämlich zum Beispiel auch durch Trocknen. Frührentner Uwe Fock und sein Hobby, die Scholle. Zwischen frisch und getrocknet liegt ungefähr eine Woche und jede Menge Arbeit. An diesem Morgen hat der gelernte Kaufmann 300 frische Schollen vom Großmarkt geholt. Möglichst kleine, denn die trocknen später besser. Das ist eine Familientradition. Wir selbst hatten hier einen Fischkutter. Mein Vater vor 23 Jahren musste leider seinen Beruf aufgeben. Und es gibt in Finkenwerder keine Fischereiflotte mehr. Und ich habe das so ein bisschen übernommen als Familientradition. Die Finkenwerder essen die furchtbar gerne. Dreut Fisch, wie das so schön heißt. Früher wurden die Schollen bereits auf hoher See vorgetrocknet und so haltbar gemacht. Der Fischkutter des Vaters hatte in Finkenwerder seinen Heimathafen. Heute werden alle Arbeiten an Land erledigt. In Salzwasser werden die Schollen nach dem Schlachten eingelegt. Dabei kommt es auf die richtige Menge Salz an. So eine Faustregel. Früher hat man eine Kartoffel genommen und wenn die aufschwamm, dann war das soweit. Aber ich habe schon ein klein bisschen Erfahrung da drin. Also über den Daumen, 1 Zentner Fisch, 10 Pfund Salz. Nachdem die Schollen 2 Stunden im Salzwasser gelegen haben, werden sie paarweise gebündelt. Dabei kommt die helle Bauchseite immer nach außen. Auch das alte Fischertradition. Von Anfang Mai bis Mitte Juni werden die Schollen in Finkenwerder an die Leine gebracht. Im Sommer gibt es zu viele Fliegen, sie würden den Fisch verderben. Das ideale Wetter wäre dieser Wind und etwas mehr Sonne, etwas mehr Wärme. Es ist etwas zu kalt, aber trotzdem trocknet der Fisch bei diesem Wetter gut, weil der Wind da ist. Werbung für seinen getrockneten Fisch hat Uwe Fock nicht nötig. Die Leinen sind von der Straße aus weithin zu sehen. Freunde und Verwandte kennen das, andere wundern sich. Man vermutet mal Handschuhe, man vermutet mal Socken. Es ist auch so schon hier zu Notbremsungen an der Hauptstraße gekommen. Gab schon mal einen Verkehrsunfall, einen Auffahrunfall, weil die einfach hier runtergeguckt haben und konnten sich das nicht einsortieren. 2 Tage lang trocknen die Schollen im Freien.
Danach geht's in noch wärmere Gefilde auf den Dachboden. Dort hängt der Fisch noch einmal 5 Tage lang. Hier bekommen Sie die richtige Härte und auch die richtige Farbe. Und dann erst essen wir sie. 5000 Schollen trocknet Uwe Fock jedes Jahr. Einige werden sogar bis nach Singapur verschickt. Vor allem aber in Finkenwerder liebt man den Geschmack des Droitfisch. In Streifen geschnitten zum kühlen Bier oder gekocht mit Pellkartoffeln. Oder hier als Bückling. Das unterwegs in der Fischräucherei Böhl. Wir sitzen hier im Hinterhof. Und jetzt gibt es frisch geräucherten Bückling. Wie isst man den? Da muss man zuerst die Haut abziehen, Katharina Mark. Ja, genau. Also erst wird der Kopf abgetrennt und dann trennt man die Haut am Bauch auf und kann dann die Haut abziehen mit Schwanz und allem. Und eigentlich lutscht man dann die Haut noch aus. Das mache ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Tun Sie sich keinen Zwang an. Und jetzt wird von der Mittelgeräte... Manche mögen das ja nicht, weil das so ein bisschen doch eine Fummelei ist, ne? Ja, aber dafür wird man ja sehr belohnt mit dem wunderbaren Geschmack. Und das hebt man dann ab, man sieht hier... Hier kann man den Rogen sehen bei Ihrem, ne? Ja, genau. Mhm. Wie schmeckt der? Der schmeckt gut. Also ich esse Rogen sehr gern, auch Milch, mit ein bisschen Salz. Die Milch auf Schwarzbrot mit Frühlingszwiebeln, Pfeffer und Salz, ganz lecker. Und hier in der Mitte steht ein Salzfass, das heißt, der ist noch nicht gesalzen, der Fisch. Der muss jetzt vorm Essen noch so ein bisschen gesalzen werden? Genau. Also das habe ich auch von Hartmann, das war mir ganz neu, dass er Bücklinge und Sprotten nicht salzt vorm Räuchern. Die werden nach dem Räuchern vorm Verzehr gesalzt. Es läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man das sieht. Haben Sie schon alle probiert? Darf ich mal so einmal in die Runde fragen? Sie antworten alle ganz laut, wie es schmeckt. Schmeckt sehr lecker. Richtig gut. Richtig gut. Ja, also ich bin fast nicht mehr in der Lage weiterzusprechen, weil mir das Wasser so im Mund zusammenläuft. Also hier in Eckernförde gibt es heute leckeren Bückling, also frisch geräucherten Hering, wenn Sie Lust bekommen haben auf Hering überhaupt. Es beginnen übrigens an diesem Wochenende, also morgen, die Heringstage in Glückstadt. Und wir in Eckernförde wenden uns jetzt ganz dem Bückling zu. Tschüss.